Ja, ich begrüße euch recht herzlich. Wir sind hier in der Friedenskirche und neben mir sitzt Johannes Justus und er möchte uns gleich eine ganze Menge erzählen über das erste Buch Mose, Genesis. Und ja, können auch gleich starten. Genau. Bevor wir anfangen, würde ich erstmal fragen, die Frage ist, die ich immer wieder gestellt bekomme im Alltag, Gemeindealltag, ist die Frage, warum hat Gott überhaupt die Erde geschaffen? Also das ist eine Frage, sagen Sie, hat er nichts zu tun gehabt mit der Langeweile oder was ist mal los bei ihm? Und da gibt es verschiedene Ausleger und die Auslegung, die mir am meisten ans Herz gegangen ist, heißt aus Liebe. Warum aus Liebe? Weil wahre Liebe einem Gegenüber hat. Das heißt, die wahre Liebe ist im Du. Und ich kann in dem Du auch mich erkennen. Und nur wenn einer gegenüber ist, dann weiß ich auch, wer ich bin. Und wenn ich jemanden habe, der gegenüber ist, dann kann ich auch Hilfe haben. Und da sehen wir auch in der ganzen Schöpfungsgeschichte, dass die alles in Paaren geschaffen worden ist. Himmel und Erde, Tag und Nacht. Mensch und Frau, Mann und Frau, Tiere und so weiter, Gras und Büsche, alles ist in Paaren geschaffen. Mhm. Und hier sehen wir, dass dieser Beziehungscharakter der Schöpfung sich durchzieht, wie ein roter Faden. Und deswegen, auf diese Frage würde ich sagen, warum hat Gott die Erde geschaffen? Aus Liebe. Liebe in diesem Sinne, in unserem deutschen Denken ist Liebe, ja, ich will was haben, ich will was bekommen und deswegen liebe ich. Aber die Liebe, die hier gemeint ist, ist so, ja, wie kann man das erklären, wie so ein Gleichnis. Beispielsweise, ich liebe Rindfleisch. So, ich liebe Rindfleisch über alles. Damit ich Rindfleisch essen kann, muss ich ein Tier fangen, das vielleicht züchten, einsperren, füttern, irgendwann mal töten, auf den Grill schmeißen und essen. Das ist Liebe. Aber wenn wir hier von der Liebe in der biblischen Sinne sprechen, heißt es Liebe, die im Du ist, die nicht Ich-Suchtliebe hat, sondern sagt, ja, ich will essen und deswegen muss ich was töten, sondern Liebe hat, die aktives Interesse hat an der Entwicklung und Voranbringung meines Liebesobjektes. Das heißt, ich möchte das verbessern, was ich liebe. Und dann haben wir auch das Eheprinzip und so weiter, das müssten wir hier abschweifen, das wäre zu groß. Aber die Liebe, die hier in der Bibel da ist, geht um Liebe als Gegenüber im Du und ein Voranbringen des Liebesobjektes. Und da ist sozusagen am Anfang, bevor wir in den Text reingehen, warum schafft Gott die Erde? Aus Liebe zum Gegenüber. Also höre ich da auch raus, dass es am Anfang so auf keinen Fall auch Schlachtungen oder Tötungen von Tieren gab? Nein, da kommen wir später zu, wenn wir darüber sprechen, dass es erst nach dem sogenannten Sündenfall, wir lesen Genesis 1 und 2 nichts von der Sünde, da gibt es das Wort Sünde nicht einmal, im Hebräischen heißt es Chet, das lesen wir nicht ein einziges Mal, da kommen wir aber später noch zu. Okay. Genau. Bevor wir losgehen, im hebräischen Text, auf Deutsch heißt er, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, lesen wir Genesis 1, Vers 1. Im Anfang, der erste Buchstabe in Deutsch ist I. Im Hebräischen heißt es aber Bereshit bara Elohim et haShamayim et haAretz. Also, da steht am Anfang das B. Warum? Warum steht das A nicht da? Und da fragt man sich natürlich, weil große Texte fangen normalerweise mit dem A an. Aber hier fängt das mit dem B an. Was fängt mit A noch an? Im Hebräischen wird Elohim, also Gott, mit Aleph geschrieben, also A. Am Anfang ist also Gott. Und alles, was die Bibel kommt, sie zeugt nur von ihm, ist also nur noch B. Und weil ich ja auch Christ bin, weiß ich, dass Jesus selber sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Er ist das A und das O, er steht am Anfang. Und wenn wir in die Texte reingucken, sehen wir Adam zum Beispiel. Adam wird mit Aleph, mit Dalet und Mem geschrieben, mit drei Buchstaben im Hebräischen. Adam, A, steht für Elohim, für Aleph. D steht für David, den König, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Und M für den Messias, für Christus. Und so ist in dem Namen David die ganze Heilsgeschichte, die ganze Heilsgeschichte ausgezeichnet. Und so kann man schon sofort von Genesis 1 sehen, wie hat Gott die Geschichte geschrieben, in den Details. Das ist echt unglaublich. Ja, deine Augen fangen an zu leuchten und das ist interessant. Ich bin schon ganz gespannt, was da noch so kommt. Genau. Wenn du das so hörst, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, hast du da irgendwelche Fragen oder Ideen? Es heißt ja eigentlich in vielen Übersetzungen im Anfang. Genau. Soweit ich weiß. Genau, also das heißt, es geht hier erstmal, Gott schafft hier drei Dinge: Zeit, Raum und Materie. Die bei ihm ja aber auch nicht existieren. Richtig. Das ist eine menschliche Komponente und die wird am Anfang dargestellt: Zeit, Raum und Materie. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hier sehen wir auch wieder die Paarung: Himmel und Erde. Wieder diese Beziehungsgeschichte. Es ist immer ein Gegenüber. Tag und Nacht und so weiter. Gott hat immer paarweise. Und er arbeitet paarweise. Deswegen redet man in einer Beziehung auch von einem, nicht Dreieinigkeit im Sinne von Göttlichkeit, sondern vielleicht der Zweieinigkeit im Sinne von Menschen.
Der Mensch ist nur dann vollkommen, wenn er seine Frau hat. Und die Frau ist nur vollkommen, wenn sie den Mann hat. An dem Punkt, ich finde das auch super interessant, ja. Was würdest du jetzt Singles raten, die wirklich auch merken, dass sie wohl niemanden mehr finden werden oder ständig auf der Suche sind und ja, aber ja, letztendlich dann vielleicht so eine Art Einsiedlertum hineinrutschen. Was würdest du solchen Singles raten? In Genesis 2, das wir später lesen werden, heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Menschen, die alleine sind, werden meistens komisch am Ende. Ich kann aber, wenn wir das Johannesevangelium ernst nehmen, da heißt es auch, dass einige verschnitten worden sind aus Menschenhand, einige um Gottes Willen. Also nicht jeder hat auch die Gabe der Ehe oder manche auch die Gabe der Ehelosigkeit. Mhm. Ich würde schon empfehlen, aktiv präsent zu sein. Es sei denn, man hat ja keine Lust zu oder was anderes, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine WG zu haben. Also auf jeden Fall mit anderen, egal ob jetzt, sagen wir mal, ein Kumpel oder so zusammenziehen, ja, und einfach, damit man nicht irgendwie merkwürdig wird und genau, niemanden zum Schleifen hat. Sozusagen. Das Wort merkwürdig im Deutschen ist sehr schön, weil es heißt, würdig gemerkt zu werden. Ja, das ist ja dann eher positiv. Das ist was Positives. Naja, okay. Genau, also es ist schon, ich bin natürlich verheiratet, ich bin glücklich verheiratet, deswegen habe ich natürlich nicht den Vorzug der Erfahrung, dass ich sage, wie ist es, lange Single zu sein. Ich bin, ich habe jetzt 20 Jahre alt, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich bin 10 Jahre verheiratet und ich bin eigentlich ganz glücklich so. Aber ich glaube auch nicht, dass ich lange alleine aushalten könnte. Ich bin ein Mensch, der gerne redet. Brauchst du mal jemanden zum Zuhören? Genau. Ja, gut, dass ich gerne zuhöre. Ja. Genau. Wenn wir sehen, am Anfang schuf Gott Himmel oder im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Man hat ja immer die Frage, wenn man jetzt gerade in der Schule ist, zum Beispiel die Diskussion zwischen Evolution und Schöpfung, was stimmt denn jetzt eigentlich? Mhm. Auf diese Antwort oder auf diese Diskussion wird es nie eine Antwort geben, weil es auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert. Die Evolution versucht das Wie zu erklären. Wie hat Gott die Erde oder wie ist die Erde entstanden? Mhm. Und die Bibel versucht das Warum zu erklären. Das heißt, warum wurde die Erde gemacht? Das ist ähnlich, wenn ich nach Hause komme und sage meine Frau, hey Schatz, warum steht ein Kuchen auf dem Tisch? Mhm. Dann sagt sie zu mir, ich habe Teig und Mehl genommen, habe Mehlwasser genommen und habe Teig draus gemacht und am Backofen gepackt, da ist der Kuchen entstanden. Sag ich, ja, das war jetzt das Wie. Ich habe gefragt, warum? Dann sagt sie zu mir, die Tochter hatte Geburtstag und deswegen feiern wir. Und genau das Gleiche ist in der Evolution, in der Schöpfungsgeschichte. Die Evolution versucht das Wie. So und so viel Materie ist zusammengekommen und das ist passiert. Und versucht das zu erklären. Die Bibel versucht aber das Warum. Warum hat die Erde, wurde die Erde geschafft? Aus Liebe, als Gegenüber, Beziehung. Das ist, auch deswegen wird die Evolution und die Theologie nie auf einen grünen Nenner kommen und nie beide Fragen beantworten können, weil es auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert. Und ja, ich finde es okay, wenn beides nebeneinander stehen darf und das eine darf der Mensch so sehen, wie er will und darf auf dieser Ebene argumentieren. Ich persönlich als Geistlicher argumentiere nicht wissenschaftlich, sondern theologisch. Und deswegen habe ich da auch nicht so eine große, ja, wie soll ich sagen, Spannung. Okay. Ja, man könnte jetzt auch nicht alle Themen total vertiefen. Aber gut, du wolltest noch auf den ersten Vers, ja, wolltest du da noch mehr dazu sagen? Soweit ich weiß, ist das Wort, der Buchstabe Bett, bedeutet ja Haus und, und das zeigt ja letztendlich, was Gott möchte. In einem Haus herrscht Beziehung oder auch Leben. Und so habe ich das halt mal gelernt, dass es darum eben auch der erste Buchstabe ist. Richtig, und es hängt wieder das Gleiche, es ist wieder Beziehung. Und das ist das Spannende, weil Gott ist im Du zu finden. Martin Buber sagt das, er sagte, Gott ist nicht eine Person, sondern er ist ein Du. Und natürlich ist das ein griechischer Personenbegriff, ist was ganz anderes, da geht es um Masken und so weiter. Aber ein Du, ein Gegenüber zu haben, zu dem ich Du sagen kann, ist noch was ganz anderes. Als wenn ich sage, ja, da ist einfach nur ein Gott. Sondern er ist da, er ist der Seiende, er ist für mich da. Das können wir vielleicht mal anders sprechen, weil wenn wir über Mose mal reden, was es eigentlich heißt, wenn Gott sagt, ich bin der, ich bin. Dieses kritische Verb. Aber da können wir nochmal drüber sprechen. Was interessant ist, sagt er ja im Hebräischen, der Bereshit Bara, also er schafft, Gott arbeitet. In anderen Schöpfungsgeschichten arbeiten die Götter nicht. Die Götter arbeiten eigentlich nicht, die Götter sind faul. So, normalerweise machen sie den Menschen, damit der Mensch für Gott arbeitet. Aber unser Gott, der Gott der Juden und der Christen, der arbeitet selbst gleich am Anfang. Er ist der schaffende Gott. Und das sehen wir sofort, wenn er sagt, Bara. Also er arbeitet ohne Unterlass, er bereitet was vor.
Wie ist das eigentlich, etwas vorzubereiten für jemanden, den man liebt? Dann bist du da heimlich und du bist zugange und sagst, ja, ich bereite da mal was vor. Ja, das ist doch Hammer. Das die ist Vorfreude. So. Ja, natürlich. Und er fängt an, was vorzubereiten. Er arbeitet selber. Und wenn wir später rauf zu Adam und Eva kommen, das nehme ich jetzt einfach mal weg, ist es so, in anderen antiken Texten ist das immer so, dass ein Gott sich einen Garten macht und da drin leben möchte. Und ein Garten ist was Schönes. Sprechen wir später über den ersten Garten von Jerobeam, dem zweiten zum Beispiel. Ersten Garten Israel, der Könige, der hat Jerobeam den zweiten, hat den ersten Garten angelegt, sozusagen. David und Salomo, die hatten gar keinen Garten. Ich dachte, Salomo hatte einen Garten. Nein, die hatten keinen Garten. Also historisch verifiziert ist das nicht. Okay. Und das heißt, die machen sich einen Garten, die antiken Götter wie Marduk zum Beispiel. Und dann wollen die, dass da jemand arbeitet, weil die keinen Bock haben auf Gartenarbeit. Was machen sie? Sie machen sich Götterkinder. Die Götterkinder haben aber auch keinen Bock auf Arbeit und dann machen sie sich Menschen. Und die Menschen sollen im Garten arbeiten. Was macht unser Gott? Er schafft einen Garten für den Menschen. Das heißt, er ist der, der aktiv wird. Und nicht der Mensch, der aktiv für die Götter ist, sondern Gott macht den ersten Schritt. Und das ist unglaublich, wenn man sich das mal so zu Gemüte führt. Er bereitet vor, er arbeitet selber und alles nur für den Menschen, weil er ihn so sehr lieb hat von Anfang an und sagt, ja, ich bereite das für ihn vor. Und das ist so eine tiefe Beziehung, die einfach, das ist unglaublich. Ja, und jetzt bereitet er ja auch schon das nächste vor, ne? Das Hochzeitsfest. Genau, also das kann man noch weitermachen. Mhm. Aber genau, was interessant ist, dass der Mensch normalerweise auch Opfer geben musste für Gott, damit, oder zum Beispiel, er macht Essen und bringt es Gott, um Gott milde zu stimmen. Aber hier braucht gar keinen Gegenüber. Gott sagt, okay, ich mache erstmal. Der Mensch ist gar nicht da, der muss noch gar nicht drüber sprechen und so weiter. Sondern Gott macht das einfach aus seinem eigenen Antrieb. Er macht was zuallererst. Er macht den ersten Schritt. Und das Opfer kam ja dann letztendlich auch erst, als der Sündenfall geschehen ist. Ja, obwohl das Wort Sündenfall nicht geschrieben steht. Ne? Das ist eine Interpretation, da steht nie was von Sündenfall, sondern es steht hier auch was von Wegschickung. Es ist nicht der Sündenfall sowieso. Klar, theologisch kann man das so auslegen. Und das Opfer, was bei Kain und Abel später kommt, ist kein Opfer, das gezwungen ist. Gott hat nie gesagt, ihr sollt opfern, sondern Kain macht es aus freien Stücken. Das Interessante ist bei Kain, wenn er seinen Bruder Abel erschlägt, dann erschreckt er sich, weil die kannten den Tod ja gar nicht. Mhm. Abel ist ja der erste tote Mensch. Und dann schlägt er den einen rein und haut rein und denkt, oh, der ist ja tot. Und dann, was ist eigentlich tot? Also, den Begriff Tod kennen die ja gar nicht, das ist ja der erste tote Mensch. Und deswegen kann man hier nicht ausgehen und sagen, ja, der ist ein Brudermord, der wollte seinen Bruder töten. Nee, der wollte ihn vielleicht nur einen reinhauen. Mhm. Und dann die Folgerung ist der Tod, dann erschreckt er sich. Mhm. Also, das ist eine ganz wichtige Komponente zu wissen, dass sein Antrieb war nicht unbedingt Mord, sondern es ist daraus entstanden. Mhm. Aber so handeln wir ja auch ganz häufig. Ne? Wir tun etwas und dann entsteht etwas nicht so Gutes. Kann passieren. Aber lass uns mal zurückgehen zu dem Text. Also das habe ich ja gesagt, wenn Götter schaffen. Und hier ist es interessant, dass am Anfang quasi ja, alles sozusagen Gott schafft was, es ist am Anfang steht, es ist erstmal was in Arbeit. Hier ist eine Beziehung zu dem Text von Jesaja 40 folgende, da wo es zum Beispiel darum geht, schwanger zu sein, dass Gott schwanger ist, gebiert, und dann geht es auch irgendwann mal zum Tode. Gott ist der Erste sozusagen, der auf die Erde bringt, und der ist aber auch da, der das Leichentuch hält. Gott ist also ewig da. Und hier geht es nicht darum, dass man sagt, hier gibt es einen Anfang, und dann kreist sich das Leben lang immer im Kreis, alles dreht sich im Kreis, und man er wird wiedergeboren und das geht weiter, sondern es hat einen Anfang und es hat ein Ende und dazwischen ist Gott und am Ende ist wieder Gott. Am Anfang ist Gott, in der Mitte ist Gott und am Ende ist Gott. Und auf diesen drei Ebenen sind wir unterschiedlich mit ihm in Beziehung. Mhm. Also wenn wir nicht geboren sind, sind wir da irgendwo vielleicht, das ist natürlich Spekulation. Die Juden glauben ja, dass man schon existiert hat. Genau, es gibt da, ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht mehr weiß. Es gibt da verschiedene Ansichten. Aber dazu möchte ich nicht viel sagen, weil es viel Spekulation ist. Mhm. Aber man ist quasi auf der Erde, steht mit Gott in Beziehung und dann in der Ewigkeit steht man auch mit Gott in Beziehung. Und das ist immer die Frage, Gott ist immer da, wie verhalte ich mich dazu als Gegenüber? Und das ist eine interessante Frage, finde ich, für mich. Ja, ich glaube, die stellt sich letztendlich irgendwann auch jeder mal. Ne? Egal ob Atheist oder Moslem oder Buddhist. Genau.
Und das Interessante ist, dass Gott schafft hier aus dem Nichts. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, egal ob du Atheist bist oder nicht, Gott schafft aus dem Nichts, aus dem Ex Nihilo, dann sagt man dazu Ex Nihilo, aus dem Gar Nichts. Er nimmt nichts und schafft. Mhm. Interessant ist, bei der Evolutionstheorie sagt man das ja auch, ne? Nichts ist gekommen und explodiert. Genau, Urknall. Mhm. Ja. Also beide Sachen fangen hier mit dem Nichts an. Also ich finde, es widerspricht sich auch gar nicht unbedingt. Genau, ja, das ist es. Ja. Das ist das Interessante daran, weil die Denke ist hier eigentlich dieselbe. Aus Nichts gibt es einen Start. Wir sagen, Gott ist der Anfang, er ist der Beweger, er setzt es in Kraft und er schafft aus dem Nichts. Und da ist auch der große Unterschied zwischen Mensch und Gott. Weil Gott kann aus dem Nichts etwas schaffen, der Mensch kann aber nur aus Materie etwas schaffen. Das heißt, Gott und der Mensch, beide sind kreativ, mhm. aber Gott steht über den Menschen, weil er aus dem Nichts schaffen kann, der Mensch braucht Materie. Und die Materie nimmt er aber von Gott. Was meinst du wegen dem Himmel nochmal? Nicht nochmal, aber welche Himmel sind damit gemeint? Ja, ist eine gute Frage, weil hier steht das Hashamayim, hat ja ein Endmem am Ende. Und wenn man Hebräisch solche zählt, er hat Stein, zwei, hat das wieder ein M am Ende, Stein, und das ist für die zwei. Und das kennen wir zum Beispiel von Wörtern wie Jerusalem, hat auch zwei, also ein Jerusalem im Himmel, ein Jerusalem auf der Erde. Dann das Wort Chaim, Leben, einmal auf der Erde, einmal im Himmel. Beide wieder das M am Ende. Und bei Hashamayim haben wir auch wieder das M am Ende und deswegen gibt es zwei Himmel. Einmal Himmel, den wir sehen, und einmal den Himmel, wo Gott ist. Mhm. Und tatsächlich gibt es hier die Theorie, dass hier Gott quasi nur den Himmel geschaffen hat, in den wir sehen, und die Erde. Und später erst sozusagen seinen eigenen Himmel geschaffen hat, wo er wohnt. Aber da gibt es auch wieder Widersprüche, dass andere sagen, nein, er hat beides gleichzeitig geschaffen oder er hat es in der Dualistik geschaffen und dann getrennt und so weiter. Aber das ist viel Spekulation. Das ist letztendlich auch nicht heilsentscheidend. Ne? Das ja. kann man ja denken, was man möchte. Für mich ist diese Frage heilsentscheidend sehr schwer, weil ich komme aus einer konservativen Ecke. Und als Kind, wenn ich Fragen gestellt habe, war das öfter die Antwort, das ist nicht heilsentscheidend. Und damit wurde ich dann so ja, mit dem Mund übergebügelt. Deswegen für mich hat das eine Beziehung. Dann sage ich das nicht mehr. Kannst du ruhig, das ist ein freies Land. Aber ja, für mich ist Wichtigkeit, muss nicht immer heilsentscheidend sein. Also wenn ich mit meiner Frau kuschle, ist nicht heilsentscheidend. Wenn meine Tochter Zeit verbringt, ist nicht heilsentscheidend. Ist aber trotzdem essentiell wichtig, ist es absolut wichtig für mich, Beziehung zu haben. Mhm. Ja, ich glaub, aber so Dinge, wo es keine Einigkeit drüber gibt, genau. Und was letztendlich keiner wirklich weiß, weil er sich entweder nicht erinnern kann oder einfach nicht dabei war, dann ist das... Ich finde es trotzdem interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen. Genau, und das Wort Gott, was hier benutzt wird, Elohim, ist ein Pluralitantum und ist ein Majestätsplural. Also es ist einmal eine Mehrzahl, es ist weder männlich noch weiblich, es ist ein Pluralitantum. Und es ist eine Art Majestätsplural, oder ist Majestätsplural, wie würde ich sagen, würde eure Hoheit. Das kann Mann oder Frau sein. Kann beides sein. Also ich bin natürlich jetzt kein Mensch für die gerechte Sprache, das ist jetzt, habe ich jetzt kein Problem, wenn jemand das auslebt, aber ich darum geht es ja auch gar nicht. Genau, mir geht es darum, dass Gott zuallererst nicht ein Geschlechtswesen ist, so wie wir in unserem Denken denken, sondern Gott ist Gott. Gelobt sei sein Name. Der Ewige ist anders als wir, aber hier, um die menschlichen Begrifflichkeiten zu fassen, wird was hier benutzt, was beides in sich hat. Also der Mensch bespricht ja Sachen aus Begriffen und Griffe oder Begriffe haben was mit Greifen zu tun. Und der Mensch muss etwas begreifen, um es mit den Begriffen zu fassen. Und Gott kann man halt schwer begreifen, weil Gott auf einer anderen Sphäre ist. Gott ist nicht in der Sphäre der Wissenschaftlichkeit. Gott ist einer anderen Ebene, wie zum Beispiel ein Traum, Gedanken, Liebe. Das sind alles andere Ebenen, die nicht wissenschaftlich sind, aber trotzdem real sind. Liebe zum Beispiel ist nicht wissenschaftlich. Ich kann Liebe nicht messen und wiegen, aber sie ist trotzdem da. Oder eine Verbindung zwischen Mann und Frau oder eine Verbindung zwischen Kind und Mutter. Da ist eine Verbindung da, aber die kann ich nicht wiegen und die kann ich nicht nachmessen.
Und in dieser Sphäre ist Gott zu finden. Also wenn jemand sagt, ja, ich beweise mir Gott. Naja, klar, kannst du beweisen, dass du das geträumt hast? Nein. Kannst du beweisen, dass du das gedacht hast? Nein. Kannst du das beweisen, dass du den und den liebst? Nein. So, und deswegen, Gott ist ein Majestätsplural oder hat ein Majestätsplural im Hebräischen. Und dieses Majestätsplural ist aus zwei Wörtern zusammengestellt, aus El und Anachnu. Aus El ist Gott und Anachnu ist uns, also unser Gott. Mhm. Und das hat wieder eine Beziehungsform. Also das ist jetzt dieses Elohim oder? Genau, Elohim, das ist Mirhut-Formel, also eine Vermischung aus zwei Wörtern, unser Gott. Okay. Und das ist wieder eine Beziehung. Er ist unser Gott. Er gehört uns und ich gehöre ihm. Also die ganze Begrifflichkeit, die hier ist, von dem ersten Satz an, ob er aus dem Nichts schafft, für den Menschen vorbereitet, ist immer aus Begrifflichkeit und aus Beziehung. Also immer aus Beziehung zusammen. Es hängt immer in Beziehung zusammen. Und das ist einfach unermesslich groß. Und Juden haben das ja alles vorliegen auch. Ja, so wie Christen auch. Und hast du so die Erfahrung gemacht, dass die Juden dann auch eine persönliche Beziehung haben? Dass sie wirklich von Herzen sagen können, sie sind unser Gott? Ja, also es gibt ja verschiedene jüdische Richtlinien oder jüdische Traditionen, ähnlich wie im Christentum gibt es ja, glaube ich, 4000 verschiedene christliche Strömungen. Im Judentum, glaube ich, gibt es 6 verschiedene Strömungen, wenn ich mich nicht alles täusche. Und was mich besonders, was ich besonders cool finde, ist den Hasidismus, die Hasidim. Mhm. Das sind die aus Osteuropa, die askenasischen Juden, die Gott mit Freude suchen, mit Gott mit Freude anbeten und auch tanzen und so weiter. Und das finde ich toll, das finde ich interessant, weil es ist eine große Zeit der Verfolgung der Diaspora und der Shoah, die da gewesen ist. Mhm. Und so weiter, viele Juden in Trauer gelebt haben. Und der Ewige ist immer da, er ist da. Und deswegen gibt es auch diese Tradition, das mit Fröhlichkeit zu machen. Natürlich ist die Fröhlichkeit nicht immer so, ja, wie soll ich sagen, mit Zwang. Mhm. Ne? Oder, ja, du musst dich freuen, kann ich ja nicht. Ich kann mich ja nicht freuen, ich sage, ja, du musst dich jetzt freuen. Katharina, du, jetzt freu dich doch mal. Ja, es geht nicht. Es ist genauso, wenn ich sage, ja, du, der ist mir unsympathisch. Ja, der soll dir doch mal sympathisch sein. Mhm. Das geht ja nicht. Oder jetzt lieb den doch mal. Funktioniert nicht. Aber wenn die eine Freude haben, dann haben die eine Beziehung. Und ich glaube, wenn man die Tiefe anguckt, ich habe es ja schon mit dem Wort Adam, wenn man dann diese Tiefe anschaut, ne, wie tief das Wort ist und wie groß Gott ist, der baut einen Garten für den Menschen, damit der Mensch dort sich entspannen kann. Oder manche Leute sagen zu mir, Gott ist böse. Ich sage, ja, wie kommst du denn da drauf? Sagen sie, ja, also der darf ja gar nichts und so. Schöpfungsgeschichte, ich lese das später nochmal. Aber ich sage, wenn du dir 3 Dinge anguckst, die Gott in Genesis uns sagt. Die erste Sache ist, iss von allen Bäumen. Das heißt, friss dich voll. Das zweite ist, schlaf mit deiner Frau. Hab ja, Sex. Stimmt, genau. Und das dritte ist, Schabbat, ruh dich aus. Das heißt, iss so viel du kannst. Hab Sex. Hier geht es aber nicht um Kinderkriegen. Genesis 1, ja. Genesis 2 geht es nicht um Kinderkriegen. Hier geht es einfach nur um Sex, einfach um Spaß. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, iss, hab Sex und ruh dich aus. 3 schöne Sachen. Deswegen ist es Paradies. Du kannst dich ausruhen, du kannst essen und du kannst Sex haben. Unglaublich. Und dazwischen gibt es keine Arbeit. Ja. Und dann sagt einer, Gott ist böse? Nein, wie kommst du da drauf? Das ist das Paradies. Und er macht das für den Menschen. Ja, die haben dann wahrscheinlich die Geschichten gelesen, die danach kommen. Ja, die nachkommen, die Geschichten sind aber nicht von Gott her so gewollt, sondern von Menschen. Mhm. Ja. Genau. Ja, mir ist das relativ klar, nur wenn ich das jetzt mal mit anderen Augen lesen würde, würde ich es total verstehen, wenn man daran so denkt. Ne? Man kann nichts von sich geben, ohne etwas von sich zu geben. Das heißt, Jesus sagt, von was das Herz voll ist, geht der Mund über. Aber man kann nichts von sich geben, ohne etwas von sich zu geben. Wenn jemand sagt, Gott ist böse, dann projiziert er etwas von sich auf ihn. Weil ich interpretiere ihn ja. Mhm. Ich habe ja auch Geschichte studiert und in einem Geschichtsstudium ist das so, dass es immer daran liegt, wie die Geschichte rekonstruiert wird, an dem, der die rekonstruiert. Das heißt, ich habe ja auch meine Gedanken, meine Analysen, ich suche und habe natürlich eine bestimmte Seite. Natürlich kann ich den Text nehmen, so wie er ist, und da komme ich zu einem bestimmten Schluss. Aber trotz allem bin ich ja geprägt durch meine eurozentristische Brille, durch meine Kultur. Ich meine, ich bin kein Kommunist zum Beispiel, ich bin Demokrat. Das ist schon groß was anderes. Mhm. Und ich wohne nicht in einer Antike.
Ich wohne 2018. Also das ist auch wieder eine ganz andere Denke. Ich halte viel von Freiheit. Ich halte viel von Gleichberechtigung und so weiter. Also diese ganzen Begriffe spielen alle mit. Und wenn jetzt einer irgendwo aus, weiß ich was, Japan oder China oder in der Höhle das liest, oder wenn das einer irgendwo in New York auf dem im Turm das liest, das ist eine ganz andere Brille. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zurückgehen in die Zeit und uns den historischen Kontext angucken.